0,8 pro Stunde. Oh, irgendwie kratzt mein Hals gerade fürchterlich. Warte mal, ich trinke mal kurz einen Schluck. Dann wird es eventuell ein bisschen besser. So. Okay. Haben wir schon wieder Freizeit? Meine Fresse, den Leuten geht's so gut. Wahnsinn. Aber irgendwie, obwohl da jetzt 6 Leute arbeiten, bringt das Ding nicht wirklich was, ne? Hm. Nicht so geil. Und nahrungstechnisch schaut's auch nicht so gut aus, aber eventuell... Ach, Alter, jetzt ist da einer krank, oder? Oh, das gibt's nicht. Kalte Unterkünfte. Beheizen wir einige Unterkünfte, weil es nur alle Unzufriedenheit steigt. Mache ich jetzt gerade mal nicht. Wir können es uns momentan noch leisten. Oh, was ist mit dir? Was bist du? Du bist eine Sanitätsstation. Die könnten wir... Den werden wir mal ausschalten. Brauchen wir nicht wirklich. Den werden wir einschalten. Okay, wir hatten jetzt noch 10 Leute übrig, das sind aber Kinder. Die können wir sowieso nirgendwo einsetzen, ne? Die könnten wir höchstens zum Kochen verwenden. Also wäre jetzt das andere Gesetzding doch ganz schlau gewesen. Also auf lange Sicht gesehen, meine ich. Bei Sammelstellen können wir Kinder hinzufügen. Mhm. Naja, gut, dann machen wir das mal. Das wird den Leuten zwar nicht gefallen, aber... Hey, sind ja nicht meine Kinder. die Straße da. Die könnte man eventuell wegbauen. Die braucht man nicht mehr. Und dann spulen wir einfach wieder ein bisschen vor, ne? So, Tag 10 rückt langsam näher, wo die Temperatur wieder um eine Stufe sinkt. Das wird lustig, das wird kalt. Das wird ein Spaß. Wie viel können wir eigentlich hier rohstofftechnisch lagern? 900 Einheiten Kohle. Ah, alles klar. Ja, und ich glaube, die Leute sind nicht wirklich glücklich damit, dass wir kaum Nahrung haben. Aber ich kann es leider nicht ändern gerade. So, ihr steht schon auf Suppe, ne? Das heißt... aus 2 Rohnahrung. Das heißt, 20 mal... Speisehaus wird 5 Essensrationen aus 2 Rohnahrung produzieren. Das heißt, 40 durch 2 bist du bei 20. Mal 5 wiederum. Also kriegen wir dann 100 Essensrationen oder wie oder was? Der hat echt keinen Kopf zum Rechnen, glaube ich. Ich brauche Stahl. Holz. Stahl haben wir. Holz bräuchte ich. Dass wir hier mal weiter forschen können. Was will ich denn überhaupt machen? Reißbretter bräuchte mal 50 Holz. Wie schaut es denn momentan mit unserem Holzeinkommen ein? Ja, ich weiß, ich kann wieder ein Gesetz erlassen. Mache ich gleich. 111 pro Tag. Das heißt, nach einem halben Tag erst. Eieieiei. Dann werde ich ja vielleicht mal hier die Arbeitskräfte komplett abziehen und hier draufsetzen, dass der da Holz produziert. Gesetz. Kampfarena, Suppe, Hammer. Was ist eine Triage? Heilung jener widmen können, die sich schnell erholen können und opfern dabei jene, die schwerer krank sind. Ein Viertel der Patienten sterben sofort. Alter! Die Hoffnung sinkt, die Unzufriedenheit steigt. Neue Fähigkeit verwende medizinischen Einrichtungen, Triage, um sofort die Hälfte der Patienten zu heilen. Boah, das ist ein bisschen bitter. Ich glaube, das mache ich jetzt mal noch nicht. Oh, warum kann ich denn hier nicht auf Sanitätslehrlinge gehen? Ingenieurslehrlinge? Hier, guck mal. Warum kann ich denn jetzt nur in die Richtung gehen? Wieso lässt sich das nicht auswählen? Weil die einzig andere Möglichkeit hier war ja die, zu sagen, dass man gar keine Kinderarbeit zulässt. Aber damit kommst du dann auch nicht hier rüber nach, in Richtung Sanitätslehrlinge, Ingenieurslehrlinge. Also, habe ich jetzt hier irgendwas nicht ganz begriffen oder falsch gemacht? Oder ich weiß es nicht. Oder wir machen tatsächlich jetzt hier alle Arbeiten, aber dann sind die Leute natürlich richtig happy. Verlängerte Schicht werden wir noch nicht brauchen. Kampfarena werden wir noch nicht brauchen. Triage auch noch nicht. Pflegeheim auch noch nicht. Ja, dann machen wir hier. Komm, Kinderarbeit für alle. Kinderarbeit für alle. Ey,
die Hoffnung sinkt. Ja, geil. Ja, cool. Ja, da freuen sie sich. Ach, schön. So, Forschung haben wir natürlich das Holzproblem. Ach so, hier wollte ich eigentlich... Ja, pass mal auf, dann machen wir das ausnahmsweise mal so. Dass die vier da noch wegkommen. Patienten. Keine Patienten vorhanden. Ja, dann macht mal. Die gehen erstmal essen. Die gehen erstmal fett essen, weißt du? Was ist denn mit der Signalstation? Ich kann die Signalstation. Sehr, sehr gut. Die braucht eine Straßenanbindung, oder? Ja, natürlich braucht die eine Straßenanbindung. Warum fragst du eigentlich so blöd? Ja, dann packt man die da unten mit rein. Dann brauchen wir aber auch wieder die Leute dafür. Eieieiei. So, jetzt werden hier die Kranken langsam mal versorgt. Die gehen langsam weg. Mark Greenway, ein Ingenieur auf dem Weg zur Behandlung. Ja, dann let's go. Charles Niale, funktionstüchtig. Aha. Na, wenn sie meint. Oh, warte, sehe ich, wo die ist? Oh ja, tatsächlich, die Leute werden gehighlightet. Da ist einer. Wer bist denn du? Warte. Arnold Bird, okay. Ach, da unten ist sie. Sie. Es ist ein Er, aber okay. Okay. Der ist krank, aber... Ah, das ist ein Kind. Oder? Ist das ein Kind? Nee, das war ein Arbeiter. Das ist ein Kind. Okay, nee, passt. Holzkisten erschöpft. Ja, cool. Dann kann die Sammelstelle auch bald weg. Das wäre super. Dann hätten wir wieder Arbeitskräfte zur Verfügung. Vor allem, sind da Ingenieure dabei? No. Keine Ingenieure. So, wir haben jetzt dann gleich die 50 Einheiten Holz für, was wollte ich gleich nochmal? Achso, ja genau, Reißbretter. Hier, Reißbretter. Ingenieure beschäftigt. Ja, Sekunde. Wir können es uns ja mal leisten, hier einen abzuziehen und dann packt man da einen rein. Wie schaut's hier aus? Ach nee, das war ja doof. Warte. Wir ziehen hier einfach die Ingenieure ab und packen die da rein. Und dann sagen wir hier Reißbretter erforschen. Let's go. Wartet auf Arbeiter. Ja, dann warte mal schön. Die gehen wahrscheinlich erstmal fett essen. Auf dem Weg zu einem Bauplatz. Ihr wollt jetzt was bauen. Was wollt ihr denn bitte großartig bauen? Auf dem Weg zu einem Bauplatz. Hä? Echt, ihr wollt da unten mitbasteln an der Signalstation. Warum macht ihr denn... Ach ja, was soll's. Nein, ich sag dazu nichts. Wenn sie meinen, dass sie da rumwerken müssen, dann sollen sie ruhig machen. Signalstation gebaut. Ja, sehr schön. Achso, jetzt haben wir erstmal unsere nette kleine Ballonsequenz. Ja, wunderbar. Ja, wunderschön. Ja, super. Ja, hier, komm, wir kennen es ja schon. Und warum bin ich jetzt hier draußen? Ich habe doch noch gar keine Truppen, die ich einsetzen könnte. Da haben wir nur Kinder, die drin sitzen. Da hätten wir 5 Arbeitskräfte, die drin sitzen. Was ist denn mit dem Ding hier unten? Da sind's Kinder. Ja, okay, pass mal auf. Dann nehmen wir hier die Arbeitskräfte komplett raus. Und, hallo? Da sind die Arbeiter auch schon komplett draußen. Das ist nicht so geil. Aber wir haben eh gerade so viel Kohle. Dann nehmen wir hier einfach noch 5 Arbeiter weg. Und dann könnten wir hergehen und... Oh, ach, das braucht nur 5 Arbeiter. Ich dachte, man braucht 10. Ja gut, dann nehme ich halt 5. Was fehlt noch? Holz. Ach so. Ja, geil. Ja, dann packen wir die mal lieber da drauf, dass hier die Holzvorräte ganz, ganz schnell wieder voll werden. Echt, braucht man so viel Holz für einen Jägertrupp, für einen Speertrupp. 40 Holz, wow. Das ist ganz schön teuer. Wusste ich gar nicht mehr. Naja, okay. Dann ist es halt so, die Forschung läuft und braucht wie lange? 7 Stunden? Was ist mit dir schon wieder bereit zur Suche? Ja, Alter, ich arbeite doch schon dran. Junge, einer ist hungrig, wir haben genügend Nahrung und du bist hungrig.
wahrscheinlich genauso dämlich wie mit, wenn sich jemand so eine Konservennahrung kauft und dann vor der Konservendose steht und feststellt, er hat gar keinen Dosenöffner. Und dann hat er keine Ahnung, wie er das Ding aufkriegt. Weißt du? Würdest du auch verhungern. So, wo wollte ich jetzt die Leute abziehen? Da sind die Kinder drin. Da sind die Arbeiter drin. Wir könnten sie von der Kohle abziehen eigentlich. So, dann hätten wir hier unseren ersten Trupp. Wo ist denn hier? Vermisste Expedition, düstere Höhle. Wir gehen erstmal zur vermissten Expedition, Dauer 11 Stunden. Dann kriegen wir dann die erste Truppe an Überlebenden. Und schon wieder, ja, schon wieder Freizeit. Da werde ich direkt müde, wenn ich das sehe. Ja, dann können wir eigentlich vorspulen, weil in der Nacht passiert hier sowieso nicht so viel. Aber hey, die Jungs sind wenigstens. Oh, warte mal, was ist da los? Ein fehlender Kranker. Ein fehlender Kranker. Da unten steht, es sind drei Leute sind krank. Und er hätte hier eigentlich noch Platz für drei Leute. Warum gehen denn die da nicht rein? Geht auf eine Expedition. Willst du mich verarschen? Das sind jetzt die Expeditionsmitglieder. Hä? Hä? Wie geht denn sowas? Und vor allem... Ach so, nee, warte mal. Sind es eventuell die Jäger? Kriege ich den hier mal? Größte Sorge, Krankheit... Geht auf eine Expedition zu Hause, Familie allein, Status, sehr gering, um krank zu werden. Klicken, um zu orten. Das ist ein Jäger, ne? Sieht man hier irgendwo. Wie heißt der Trottel? Arnold Bird. Okay. Das ist jetzt nicht. Nee, das ist nicht geordnet. Da ist er nicht dabei. Nee. Der gehört nicht zu den Jägern. Alter, erzähl mir nicht, dass der zum Expeditionstrupp gehört. Vor allem, was passiert, wenn vom Expeditionstrupp jemand krank wird und ausfällt? Hm. Jetzt ist nur noch einer krank. Okay, 5 in Behandlung. Okay, ja, gut, alles klar, hab ich nicht beschwert. So, die Mädels sind da. Dann lass mal kurz gucken. Glückliches Wiedersehen, wir betreten das Lager, das ein Schneesturm vor uns auftut, aufgeregte Stimmen, bla 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 bla, los, let's go. Ab nach Hause. Ich habe gesagt, ich lese nicht mal alles vor, weil wir kennen es ja eh schon. Ist leicht unnötig, ganz leicht unnötig. So, hier mal bitte vorspulen, dass es wieder hell wird und ihr endlich wieder das Arbeiten anfangt, ihr faules Pack. Sonst werde ich doch noch die Zusatzschicht einführen und das wollt ihr bestimmt nicht. So, wie viel habt denn ihr eigentlich noch in Kohle? 300 Einheiten, 347, also... Achso, der... Da zeigt das mir ja auch gleich zusammen an. Also insgesamt 654, okay. Nahrungsvorräte, weiß ich nicht. Reichen die? Nee, ne? Wir werden wahrscheinlich mehr Nahrung benötigen, vor allem jetzt, da die Leute da ankommen. Aua, da bin ich an den Tisch geknallt, Entschuldigung. Wenn er die Reisbretter fertig hat, können wir dann... Ja, wir können das Treibhaus erforschen. Wobei die Frage ist, lassen wir es vielleicht lieber erstmal bei Jägern? Ich weiß natürlich nicht, was sinnvoller ist, was mehr bringt. Da müsste ich mir nachher die Treibhäuser mal angucken. Vielleicht bauen wir uns aber vorerst wirklich mal noch eine Jagdhütte. Hier irgendwie so. Ist sicher in die Stadt zurückgekehrt. Wir haben 4 Kinder, 10 Ingenieure und 22 Arbeitskräfte. Geil. Ja, schön. Da sind die Jungs und Mädels. Wunderbar.
Leute von unserem Konvoi wiedersehen. Ja, wir werden nach den anderen suchen. Dann schicke ich erst einmal den Trupp direkt wieder los. Was haben wir denn? Sternwarte, düstere Höhle, robuster Schutzraum. Wo haben wir den Automaton bekommen, wenn wir zum robusten Schutzraum gingen, oder? Oder war das die Sternwarte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich schicke sie mal zum Schutzraum. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, aber... So, glücklicherweise, weil wir die Hütten gebaut haben, sind die ja jetzt alle schon versorgt. Wir packen hier jetzt erstmal... Ja, Alter, danke, mache ich. Wir packen hier jetzt erstmal die Ingenieure drauf, dass die Forschung wieder schneller geht. Ihr seid bereits ausgestattet. Kohlehaufen erschöpft, yay. Das ist wahrscheinlich der hier, ne? Sammelst du dann noch irgendwas? Ja, du sammelst Stahl, aber auch nicht mehr so viel. Dann kann das Ding auch wieder weg. Cool. Wie schaut es bei dir aus? Du hast noch 7 Holz, dann kann das Ding auch weg. Gut. Das Sägewerk? Vielleicht bauen wir ein zweites Sägewerk. Das ist momentan so das einzige Problem. Grenzt nicht an Straße an. Das haben wir gleich. So. Okay, warum sagst du mir hier 0% Effizienz auf dem Weg zu einem Bauplatz? Ach, die wollen erst wieder bauen. Jetzt tun sie wieder so fleißig rum, weißt du? So, was ist hier los? Ihr seid ready. Dann würde ich sagen, reißen wir das Ding mal ab. Und dann dürfen wir uns eigentlich... Oh, Moment, ich muss mich mal anders hinsetzen. Uiuiui. Wir müssten uns eigentlich als nächstes dann um die Kohle kümmern, weil die wird auch nicht mehr lang reichen. Wir haben jetzt da noch 592 Einheiten und dann war es das mit der Kohle. Oh, aber die Forschung ist gerade fertig. Geil. Gutes Timing. Dann mache ich als nächstes... Oh, wir könnten jetzt sogar schon auf den Kohleabbau setzen. Braucht nur ein bisschen mehr Holz. Dann versuchen wir mal diesmal wirklich mit Kohleminen zu arbeiten, weil du sparst dir halt wirklich einen Haufen Arbeitskräfte dafür, denke ich, ne? Also 20 Holz bräuchte man. Naja, komm, das mache ich noch. Uah, das ging jetzt aber schnell mit dem Holz. Kohleabbau. Okay, let's go. 8 Stunden, sagt er. Er sagt mir hier 6 Stunden. Okay, sehr gut. Und die Leute sind schon wieder hungrig. Ja, geht doch was essen. Mensch. Was ist denn los? Kalte Unterkünfte. Nein, jetzt nicht, kein Bock, sorry. Das können wir dann machen, weil, weißt du, wir könnten es sowieso nicht halten. Ja, in ungefähr 24 Stunden geht nämlich hier diese Superkälte wieder an, wo es wieder um eine Stufe sinkt und dann scheitert das Vorhaben gleich wieder. So, du bist auch fertig, dann kannst du auch mal weg. So, hier bräuchte man noch Arbeiter drin. Das habe ich jetzt vergessen, die hätte ich vielleicht gleich zuweisen sollen. Ich glaube nicht, dass die jetzt noch so viel Nahrung mitbringen. Das war ein bisschen doof. Aber das ist doch mal ein ganz guter Stand hier. Was ist jetzt mit euch? Da können wir auch mal Leute draufpacken. Von mir aus auch Kinder. Oder packt man da Kinder drauf oder Ingenieure? Ich weiß es halt nicht. Ein Sägewerk ist halt schon ziemlich gefährlich. Ich glaube, ich werde erstmal die Ingenieure machen. Und dann schalten wir auch die Heizkörper ein. Die zwei braucht es nicht. Okay, dann schaut das ganz gut aus. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das heißt, wir müssen uns als nächstes dann um Nahrung kümmern. Sobald wir hier mal die Kohleminen errichtet haben, geht es dann mit der Nahrung weiter. Die Kohleminen sind Gott sei Dank ganz da oben. Das heißt, wir verbauen uns da keinen Platz mit der Stadt. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Ich sage jetzt hier Spiel speichern. Zweiter Versuch zu speichern. Und dann mache ich hier erstmal eine Aufnahmepause. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich muss allerdings gucken, wann. Wann komme ich dazu? Ich müsste eigentlich Command & Conquer noch aufzeichnen. Der ein oder andere Livestream stand noch im Plan. Und so viel Zeit habe ich nicht mehr, weil... Lass mich kurz gucken. Ja, ich habe eigentlich noch eine Woche, dann falle ich ja quasi für eine ganze Woche aus, theoretisch, was Aufnahmen angeht. Ich hoffe, ich habe dann bis dahin genügend Videomaterial zum Überbrücken, aber theoretisch ja. Naja, wir werden sehen. Okay, auf jeden Fall erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin hier erstmal raus. Bye, bye. Ciao.